Timba ist inzwischen 2 Jahre alt. Sie wurde mit 18 Monaten das erste Mal läufig, ziemlich spät. Insgesamt ist sie eine Spätentwicklerin. Sie ist seit knapp 3 Wochen in ihrer ersten richtigen Pubertätsphase. Bisher war das alles sehr, sehr mild. Im Moment ist sie draußen sehr jagdlich orientiert und kann sich oft kaum an unsere bisherigen Regeln erinnern. So wie das halt ist in der Pubertät. Morgen machen wir die Therapiebegleithund-Teamprüfung. Da bin ich sehr gespannt, ob wir das, was wir nun so fleißig in den 2 Jahren uns erarbeitet haben, auch zeigen können. Wenn nicht, wissen wir zumindest, woran wir in Zukunft arbeiten können. Mit dem Video der Prüfung ist dann erst einmal unser Ziel erreicht. Die Filmsequenzen haben Ihnen hoffentlich einen Einblick in unsere Arbeit geben können. Timba darf seit ein paar Monaten auch schon ganz vereinzelt mal mit bei der Psychotherapie, bei meinem Mann oder auch bei mir beim Coaching dabei sein. Sie ist sehr aufgeschlossen und macht ihren Job super, ist danach aber dann wirklich erledigt. Bei den Eseln ist sie auch regelmäßig mit. Auf Ausflüge mit Eseln und Patienten nehmen wir sie gerade nicht mit, da ich ihr dort nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken kann, die nötig wäre. Ich weiß ja, wie die Prüfung abläuft. Ich werde trotzdem die einzelnen Stationen ansagen. Ja, das kann schon sein, dass du was vergisst. Genau. Auch weil sie eine zur Straf sein soll, weil ich schon gesagt habe, sie war sein soll. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Hallo. Ah, hallo. Hallo. So, ich freue mich schon ganz arg heute auf den Kurs. Ah, wie viel Kurs dann? Heute geht es um Polizeikunde. Oh nee, wir machen Häkeln. Echt? Häkeln? Mhm. Also, das ist total verkehrt. Mhm. Aber wo findet es denn statt? 303. 303, alles klar. Dankeschön. Super, ciao. Du willst es aber wissen. Timba? Nee, ich? Timba? Ja, gerne, dann kann ich auch schon wieder weiterlaufen. Vielen Dank. Ja, hallo. Hallo. Na? Wie geht's euch? Ja, ja. Hallo. Hallo. Ja, der absolut, so flauschig. Hallo. Geht's euch gut? Ja, ja. So viel spannende Sachen. Auf. Ja.
Mach das. Tu das. Was ist denn das? Schon wieder ein Hund hier auf meiner Wiese. Die können doch da draußen laufen, oder? Da laufen gerade andere, das ist total blöd. Ja, das ist hier unsere Wiese. Da hat ein Hund gar nichts zu tun. Was Wichtiges vergessen. Ah. Wir laufen hier rum, bitte. Ach, kommt ja nochmal zurück. Ja, wir haben was vergessen. Oh Mann. Aber einmal wollen wir den Hund schon nochmal angucken. Na, angucken ist okay. Angucken. Deswegen laufen einmal rum und dann wieder nach Hause. Okay. Ach, wieder nach Hause? Ich dachte, ihr wärt weg von zu Hause. Mach mal Wasserträge. Ach, ihr macht ja. Prüfung ist bestanden. Wir haben noch einige Baustellen, hat man gesehen. Ich habe das
schwieriger noch erwartet, weil sie ja gerade in der wirklich pubertären Phase ist. Man sieht schön bei ihr, dass sie sich nach der Hälfte ungefähr fragt, was um Gottes Willen wir hier eigentlich tun. Sie wollte sich auch nicht mehr hinsetzen. Ich habe dann auch nicht mehr drauf bestanden. Insgesamt bin ich total zufrieden mit unserer Entwicklung. Sie ist wirklich ein toller Hund. Wir sind ein nettes Team, finde ich. Wir haben noch viele Aufgaben vor uns und ja, vielleicht kommt ja irgendwann mal noch ein neues Filmchen und dann geben wir Bescheid. Bis dahin, tschüss!